Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Nach der letzten Erkundungstour werden wir heute bauen. Und zwar unser Eichelabor. Das möchte ich gern da rum haben. Ja, wir werden da am höchsten Punkt, vermutlich hier, beginnen. Und dazu müssen wir jetzt natürlich erst einmal freiräumen. Eieiei. Ja, jetzt habe ich da hinten eine Grabstätte zubuddelt, also zugebaut. Hat mir der Torben mitgeteilt, dass da eine Grabstätte ist. Irgendwo sieht man es noch, hat er gesagt. Aber, naja. Und die bösen Geister werden uns schon nicht heimsuchen, hoffe ich mal. Wir werden feststellen, was passiert. Auf jeden Fall kann ich da halt auch Battle Pass Aufgabe nicht erledigen, weil das anscheinend ist Bete an diesem Grab, das ich natürlich weggerissen habe. So wie das die guten alten Amerikaner auch da mit den Indianergräber. Weil da muss ein Haus hin. Das wird nichts. Das ist quasi so Kolonials-Ding. Das muss man einfach mal. Der, was besiedelt hat und noch keine Grabstätte geschändet hat und überbaut hat, der hat noch nicht richtig gesiedelt. Fruits, ah, das ist aus dem Add-on, aus dem Mod. So, der verklang von der Fläche her, hoffe ich. So, wo ist jetzt da der höchste Punkt? So gesehen, der da hinten. Oh gut, das müssen wir erstmal ausloten. Das Wecker, das Standardzeug. Was haben wir denn da? Copperstone. Aha. Ist jetzt da nicht, was gibt? Fruits. Bunch of fruit. Chemical. Material. Basis. Essen wir da mal ein bisschen was. Jetzt ist es schon wieder finster. Das gibt's ja nicht. So, da können wir ja noch gleich anfangen. Ja, und das ist ein 1000er Stack, lassen wir da. Das nehmen wir mal mit. Was habe ich noch dabei? Copper. Copper gehört dann da rein. Das ist ein Ablauftimer. Ah, die Samen nicht. Können wir da drinnen rein da. Lauftimer. Falsche Araune. Und da rein. Da rein. Da rein. Alles, was keinen Ablauftimer hat, kommt einmal da rein. Der Rest kommt. Fackel. Fackel, dass ihr was seht. Das drum ist gleich noch viele, die kann gleich steigen, die Dame. Dass da die Produktion einmal ans Laufen kommt. Ja, schaut schon geil aus, wenn es beleuchtet ist. Der Demon hat mir mitgeteilt, es regnet nur durch Glasdächer. Jetzt habe ich da kein Glasdach. Tatsache, da regnet es nicht. Naja. Zack, 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 zack. Weit mir gehärtete Steine, Mädel. Ja, es regnet nur durch diese Glasteile. Da werden wir eine zweite Deck drüber ziehen mit Beleuchtung. Dann schaut es aus, wie wenn die Sonne scheint. Obwohl es nicht scheint. So. Ja, den brauchen wir jetzt momentan. Oh, da habe ich noch Fleisch. Ja, das Lager räume ich mal offscreen ein. Dass das alles da verräumt ist, was ich gehört. So, jetzt wollen wir aber bauen, haben wir gesagt. Wir brauchen gleich nochmal zum Bauen Gebäude. Sturmglas.
Nee. Alte Sturmglas, wir brauchen gehärtete Ziegel, geformtes Holz und Stahlverstärkungen. Geformtes Holz. Gehärtete Ziegel. Und Stahl. Stahl? Da geht sogar nochmal. Passt. Dann legen wir mal los. Ich werde jetzt erstmal das Fundament bauen und dann nochmal schauen, was wir am Platz brauchen. Das ist so, dass Chor groß durchsteht. Achso, den habe ich noch nicht gebaut. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ja, das teilt sich. Ich glaube, das geht also. Brauchen wir mal 6. Der war doch gelungen für ein Eichelabor, oder? Hoffe ich doch. Im zweiten Stock kommt die Hexenabteilung, also die Zauberabteilung drauf. So. Ja. Dann bloß einmal für mich. Ich weiß, wo die Mitte ist. 1, 2, 3, 4. Theoretisch da. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Oder. Ja, jetzt lassen wir da mal mittig. So, natürlich das größte Objekt, was es gibt in der Eiche. Das was? Das Monster da. Halt, was brauchen wir da dafür? Da brauchen wir nur isoliertes und. Was sind das? Stahl. Ich hätte das Stahl und alchemistische Grundsubstanz. Hammer. Hammer ist irgendwo. Alchemistische Grundsubstanz. Schaut es da noch aus? Gehärtete Ziegel können wir noch mitnehmen. Ja, isoliert das. Achso, jetzt haben wir überladen. Lass die mal raus. Scheiße. Die haben wir raus. Und gehärtete Stahlbarren. Ja. Was geht sie gewichtsmäßig hin? Da ist die Mitte. Ja. So. Dann haben wir noch. Was braucht man auf jeden Fall noch? Verbesserten Präzision gewerblich. Ich glaube, da nehmen wir die gewerbliche. Alchemistenwerkbank, verbesserte Alchemistenwerkbank und dann gibt es die zwei. Oder wir nehmen beide. Da haben wir noch Glas und gehärtete Steine. Den Rest habe ich noch genügend. Ja. Glas und gehärtete Steine.
Ich mir die Dinger hier da, ich weiß, wie groß das Gebäude sein muss, und wenn wir platztechnisch auskommen. Also, wie jetzt gesagt, was bist denn du da drin? Glas und gehärtete Steine haben wir gesagt. Glas, Alter, so viel braucht man nicht. Braucht man nicht. Glas und gehärtete Steine. Wir sind einfach zu schwach auf der Brust. So. Gleich wieder 5 Mitglieder. Eieiei. So. Nehmen wir einmal diese da. Kommt da ins Eck. So. Ja. Na, die ist ja putzig. Wo ist denn da vorne und wo sind? Das mit dem Feuerloch ist wahrscheinlich vorne. Hammer. Dann machen wir den oder einer. Dann brauchen wir normale Ziegel und Teer. Habe ich Teer dabei? Und die Presse. Presse brauchen wir Zwirn und Eisen. Ziegel und Teer. Zwirn und Eisen. Ziegel und Teer. Hoffentlich habe ich Teer dabei. Ich glaube, Teer habe ich nicht dabei, oder? Ja, oh, und Gott sei Dank. Ziegel und Eisen. Zwirn. Oh, Ziegel ist knapp. Eisen. Oder gelangt die Hälfte. Oder haben sie gerade da noch mehr die Hälfte. Ja. Ja, das Holz brauchen wir jetzt gerade nicht, oder? Ich glaube nicht. Ziegel, Eisen, Tee, Glas brauchen wir auch nicht mehr. Können wir da lassen. Zack. Wo ich einen Färber eigentlich auch keinen im Haus haben möchte. Das ist wurscht. Ah, der gehört eigentlich auch unten am Fluss raus. Eigentlich gehört der dann da raus. Jetzt baue ich den einmal da her, dass man hat. Eine vergisst, der ihn noch braucht. So wie die pflanzenbasierte Gerberei, die brauchen wir auch noch. Hätte ich auch nicht vergessen, aber ist wurscht jetzt. Welche sind wir nämlich? Pressen. Aber mit 3 her. Wäre man nie brauchen in der Anzahl, aber hey, was soll's. So, das haben wir alles. Das Alchilabor ist quasi vollständig. Alles, was wir brauchen, haben wir. Allgemein. Haben wir eine allgemeine Trockengestell. Gehört nicht zur Alchi. Wo brauchen wir auch, da ist nicht vergiss. Da haben wir es da mal 3 her. Jetzt bloß, dass ich das nicht vergiss, dann muss man es noch brauchen. Jetzt haben wir da noch so einen Ofen einer da, weil das hat mit Alchi auch nichts zu tun, gell? Allgemein Landwirtschaft braucht man auch nicht. Aber Fischfallen braucht man auf jeden Fall. Haben wir 2 Krebsfallen. Gut, vergessen wir das auch schon mal nicht. So, was kann man denn bei denen? Ja. Silberbahn, ja, das ist klar.
flaches Grab erfordert Kompost. Also einen Kompost brauchen wir auf jeden Fall auch. Jetzt haben wir da ja. Welche haben wir? Die Kuh jetzt eher als Hexe. Hexenkönige. Bisschen Mister. Gefährten. Zauberei, Religion. Allgemein. Religion. Oh man, die hier. Eieiei, Fragen über Fragen. Moment, da. Pflanzdruck. Was haben wir alles? Eine Baustelle. Steinziegel. Das schaut ja geil aus. Das bauen wir auch irgendwann irgendwo hier. Dekoration. Archiaton. Das sind halt nur Dekorationen. Und jetzt an sich. Jetzt, wo waren wir denn jetzt? Deko. Construction Sites. Ein Kreissog. Nicht schlecht, der Specht. Buchpresse. Das kann man noch einbauen, da brauchen wir was anderes. Gell? Das war nur Deko. Da haben wir Eisen und Stein. Also jetzt kann wirklich ein Grund, aber das ist nicht so. Aber dekorieren können wir später auch. Dekorieren können wir später auch. Ja. Oh, du kannst wieder raus. Du kannst wieder rein. Ziegel kann raus. Bitte kann rein. Jupp. Du fliegst raus und du fliegst raus. Du fliegst rein. Du fliegst raus und du fliegst raus. Ja. So, fahren wir mal weiter mit dem Gebäude selber. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es keine abgerundete Fenster gibt. Das ist ein bisschen schade. Da haben wir auf jeden Fall eine Fensterreihe hier. Auch vom Randamal oder dem Tano eine, genau. So. Das wird aus Glas. So, jetzt ist nämlich meine Überlegung, die Treppe nicht mittig zu machen, wenn man es jetzt standardmäßig gut macht, wenn man einen Sinn hat. Dann machen wir es da her. Mittig eben nicht. Sondern... Ich glaube, so macht man das. Vielleicht die Tür, bis sie einer versetzt. Schaut zuerst einmal aus wie ein eckiger Kasten.
Alles wird schon. Jetzt kriegen wir da ein Schild, dass das nach was ausschaut, glaube ich. So. Ist fast ein bisschen groß geworden, oder? Nein. Ich weiß schon, jetzt ist der zwar mittig ausgerichtet, hat aber keine Tür rein, aber das passt schon. Da. Wir nun. So, jetzt kriegt man da einer. Jetzt. Darum kommt dann die Zaubererabteilung ein. Dass sie es alle gleich haben. Ich weiß, es ist bei denen jetzt nicht so wichtig. Weil die unten auch keine. Ah, stimmt. Jetzt warte mal. Bleiben wir die Decken nochmal umbauen. Man hat da die schönen Gewölbe. Das kann natürlich in einen Architeil besser reinpassen. Schauen. Wir haben ja da die Gewölbe. Zumindest einmal in die Ecken. Da. Die kann ich da nicht herbauen. Und dann ist das Fenster weg. Jetzt ist das wieder doof. Aber.
Schredderbüsche wäre das. So. Bindung. Dann bleibt's mir bloß an die Eckern. Weil sonst wäre ja nicht. So, jetzt lässt sich das nicht so bescheuert ausschauen, müssen wir natürlich auf Säulen sitzen. Sonst schaut das absolut bescheiden aus. Denke. Meine, die Zeit rennt da hier beim Bauen, das ist der Hammer. Ja, Zaun bauen wir noch schnell miteinander rum. Gehärtete Ziegel. Gehärtete Ziegel. Nein, da müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Das gefällt mir so noch nicht ganz. Voll schönes Werkzeug. Ja, mit der richtigen Beleuchtung wird das dann schon. So, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter basteln und dekorieren. Und in der nächsten Folge ist das Ding hoffentlich fertig. Und ihr könnt es euch auch schauen. Also, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und einen Kommentar und natürlich ein Abo da. Hat mich super gefreut. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Servus.